So, da bin ich wieder und habe über eine japanische Seite herausgefunden, wie es geht. Es gab irgendwie keinen anderen Weg, das herauszufinden. Und wir machen das jetzt in einer Runde. Außer ich habe mich verguckt bei den Japanern. Die machen das immer so schnell. Der hat 2 Runden gebraucht, um den zu besiegen. Es ist unglaublich. Es ist echt unglaublich. Der hat 2 Runden gebraucht. So. Erstmal machen wir Hide. Explode. Attack. So, sieht schon mal anders aus. Der überlebt aber die normale Attacke. Dann machen wir Magic. Der eine kann ja nichts. Und den machen wir jetzt Heal. Der Vogel kann nichts. So. Jetzt macht er seine Magic Attack. Dann heiden wir. Er macht wieder Explode und er macht Jump. So, jetzt haben wir ihn schon mal auf einem anderen HP-Level als vorher. So. Jetzt müssen wir wieder Hide machen. Weil er jetzt nochmal mit seiner Elektroattacke angreift, die das Paket hier überlebt. Jetzt machen wir Magic, Explode und haben gewonnen. Das war's. Super, oder? So. Was victorious? Ja, mit nachgucken. Tut mir leid, aber es scheinen noch nicht viele geschafft zu haben. So. Dann beginnen wir diese Folge jetzt wohl im letzten Level? Sieht so aus, ne? Es scheint aber mehrere Etagen zu haben. Schauen, was jetzt hier kommt. Stage 10 mit minus 250 Toten. Was zur Hölle? Ein Rätsel-Level. I didn't think you make it this far, but I put up this wall just in case. Also, ich hab zwar nicht gedacht, ich denk zwar nicht, dass du so weit kommst, aber ich habe einfach mal zur Sicherheit diese Wand aufgebaut. Und ich denke nicht, dass du weiterkommst, ohne zu cheaten. Ja, das ist ja zuversichtlich. So, da haben wir eine Bombe. Eine Kugel. Und ein Sprungpilz. Ja, können wir da nicht einfach so rüber? Was ist da? Ah, ein Sprinkler. Was macht denn der Sprinkler? Wofür? Aha. Ha. Ja, nu? Was muss ich denn jetzt machen? Ja, so. Sind wir jetzt drüben? Nee. Aber Moment, ich habe eine Idee. So vielleicht. Moment. Muss mal eben was ausprobieren. Nein. Jetzt. Nee, so hoch komme ich irgendwie nicht. Ist da irgendwie noch was zum Sprengen? Kann ich da jetzt durch? Ist das jetzt, war da irgendwie was zum Kaputtsprengen und ich kann da jetzt durch? Nee, ne? Das war der höchste Punkt. Höher komme ich nicht. Aua. Was muss ich denn da jetzt machen? Das ist doch auch schon wieder so eine Stelle, wo ich ragen könnte, bestimmt. Vor allem, wozu die Kugel? Übereinander stocken kann ich das nicht. Ich kann das aber springen lassen, ne? Ja. Wahrscheinlich ist die Bombe nur zum Trollen da. Ah, warte mal. Nein, wie geil. Ich muss den Pilz da nur durchkriegen, ist das Problem. Ach, Moment. Glitches. Die wollen Glitches von mir, die Schweine. Wie soll ich das denn schaffen? Moment. Alter. Kann ich so glitschen? So kann ich da nicht durchglitschen, ne? Nee. Wie mache ich das denn? Finde ich schon, ich feiere das jetzt gerade ein bisschen. So, nee, so kann ich da nicht lang glitschen. Ich muss den Pilzseil durchkriegen, ist das Problem? Nein! Der Pilz muss mit. Das ist jetzt das Ziel der ganzen Sache. Moment. Pilz. Kanonenkugelbobbel. Hüpfen lassen. Na komm. Lass mich glitschen. Hatte ich hier noch mehr springen? Ach ja, die auch noch, ne? Nein. Genau. Nein! Ah, ich wollte doch... Obwohl, kann ich auf der Kugel stehen? Nee, kann ich nicht. Verdammt.
Kann ich nur mit dem Stein und dem mit der Kugel? Warte, warte. Ich habe eine Idee. Huch, nein. So, scheiße, jetzt hüpft das. Geht das denn? Kann ich das zum Glitschen benutzen schon? Das wollen die Glitches von mir. Ich drehe durch. So, du komm mal her. Geht das zum... Nee, das geht nicht. Muss ich mich beeilen? Nein, Pilz, komm... Nein. Nein. Na, warte, lass die mal unterschiedlich springen. Ist jetzt ärgerlich hier. Soll ich das denn machen? Sobald ich den Pilz hochhebe, ist eh vorbei. So. Ich muss den Pilz aber damit rüberkriegen. Oder den Block. Könnte der Block schon helfen? Oder den Sprinkler. Moment mal. Den Sprinkler mit rübernehmen. Klar, warte mal. Moment. Huch! Wie habe ich das denn ge... Moment. Nein. Ich möchte den Sprinkler mit rübernehmen. Ja, das geht aber nicht. Ah, doch, geht. Ah, warte, mit der Kugel könnte es gehen. Ich brauche... Die Bombe ist bestimmt... Obwohl, nee, da haben wir ja auch noch die... Stacheln zum Töten. Ich dachte, die wäre jetzt nur zum Töten da, aber... So, Moment. Oh Gott, Glitches. Glitches hervorrufen ist immer toll. So. Den dahin. Dann hüpfen die schon mal. Und den auch dahin. So. Jetzt mit dem Sprinkler dazwischen springen. Im richtigen Moment. Na, das geht nicht. Na? Glitch mich dazwischen, komm. Glitch schon. Komm schon. Glitche. Glitche mich. Glitche me, Mario. Komm schon. Ja. 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 Got it. Oh Gott, das kommt doch bestimmt hoch. Das war klar. Da muss ich bestimmt schnell sein. Das habe ich jetzt schon verkackt. Ja, ich darf mich wieder glitschen. Das ist ja nett, dass da kein Safe... Ach doch, es ist ein Safe Point. Ein Huhn. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Ich hoffe, ich komme da wieder rüber. So. Okay, scheiße. Und jetzt? Bzzz, kann ich machen. Toll. Ah, wie komme ich denn darüber? Auf den Block springen. Oder so. Ja, es war klar. Dankeschön. Danke für die Stacheln, die auch nochmal runterkommen. Okay. So, komm mal hoch. Komm. Komm. Nein! Das Spiel wird zu langsam asozial. Wollte ich mal so gesagt haben. Komm schon. Komm. Komm jetzt. Wie soll ich das denn machen? Ho. Brauche ich das Huhn? Moment mal. So, ich nehme jetzt das Huhn mit. Nein! Scheiße, jetzt habe ich verkackt. Explodiert der Block auch so toll? Nein, dann schock uns mal. Kann es sein, dass ich da Ton brauche? Ha! Zup. Und zap. So. Huhn? Ah, das Huhn triggert das nämlich auch. Okay. Jetzt muss ich das Huhn nur richtig werfen. Damit das auch das triggert, was es soll. So, Moment. Nein, das tötet mich so sofort. Wie fies, muss ich das im Sprung schon werfen? Das ist echt gemein. Oder hier schon.
Ah. Das war knapp. Okay. Hätten wir das auch. Welcher Block tötet? I wanna be the guy. Nein. Ah, das. Nein. Nein. Wäre auch zu leicht gewesen. Ah. So, schnell darüber. Schnell da durch. Scheiße. Mann. Das ist doch jetzt wirklich a wanna be the guy style. Das ist doch die finale Stage, oder? Das ist, aua. Kacke, jetzt kommen die ganz asozialen Sachen. Aber wieso passt das denn jetzt nicht mehr? Gerade hat das so schön gepasst. Mann. Das ist doch Manno. Jetzt passt das. Nein! So muss ich das aber machen, sonst komme ich da nie durch. Ich habe doch nicht so viel Zeit. Scheiße. Alles Kacke. Schon wieder Kacke. Da muss ja echt perfekt laufen. Eieiei. Wie erreichen wir noch die 500 Tode? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt warte ich. Arschlecken. So. Arschlecken. Nein! Doofes Ding. So, warten. Kann ich hier einfach rüberspringen? Nein, das geht natürlich. Nein! Kacke. Töte mich! Los! Dankeschön. Ah, ist das anstrengend. Jetzt wird das Spiel anstrengend. So, jetzt, so langsam. Die ersten Stages waren nur ein Aufwärmen auf das hier. Auf das alles. Darauf haben die Stages uns vorbereitet. Auf diesen Todesakt hier. So. Nein, nein, jetzt geh doch runter. So, so, so. Ja, gut. Nein, Wasser. Scheiße, oh Gott. Fische von hinten, Fische von vorne, oh Gott. Ich will diesen Schalter wahrscheinlich drücken, weil das Ding sich dann umdreht. Ich hoffe, dass der Schalter einmal was Gutes macht. Ja. Natürlich doppelt so schnell. Oh! Okay, was kommt hier? Schnell. Gott, okay, das war... Was ist das? Not being able to see the ground is a good thing. Signed Tico. Was ist Tico? Ach du Scheiße. Nein. Nein. Unsichtbarer Boden. Nein. 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 Wie soll ich das denn machen? Nein. 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 Natürlich. Nein. Oh Gott. Das ist voll Try and Error. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein. So. Komm ich hier irgendwo hoch? Ja, ja. Ist das alles? Da ist ein Sprungpilz drin und hier ist eine Bombe drin. Ja, natürlich. Scheiß Ding. Du explodierst. Dankeschön. Nein. Wie mache ich das denn? Du explodierst sofort, ja? Okay. Du bist also zu nichts zu gebrauchen. So. Nein, ich will die Bombe haben. Warum auch immer ich die Bombe haben will. Ich will sie gar nicht, glaube ich. Kann ich die nicht einfach auf den Tank stellen? Oder so. Wahrscheinlich sollte ich dafür die Bombe benutzen. Ja. Haha, nein. Nein. Ihr Schweine. Dann denkt man, man macht was richtig und dann... Okay, Moment, kann ich das Ding hochheben? Nein. Soll ich die Bombe als... Na, ich will dich hochheben, du doofes Ding. Soll ich die Bombe als Eisblock benutzen, damit ich... Scheiße. Doch, das könnte klappen. So. Nein, die geht nicht ins... Hui. Okay, Bombe ist zu nichts zu gebrauchen, augenscheinlich. Bleibst du da drauf? Was zur Hölle? Ja, scheiße. Da hinten hin brauche ich gar nicht erst gehen. Okay, dann, ja. Ich muss aber erst den Pilz holen.
Oder direkt da drauf. Und das alles ist Ablenkung. Das kann auch sein. Moment, versuch das mal. Ach nee, ich muss ja hier was zum Draufspringen haben. Schabringen. So. Hep. Hep, hep. Nein, das geht nicht. Oder ich muss echt perfekt springen. Aber irgendwas kommt dann noch und tötet mich oder so. So. Irgendwas kommt da doch und tötet mich. Nein. Doch! Gott, Glück gehabt. Was ist hier? Ihr Schweine. Ihr Schweine. Noch, komm. Ich hab's echt geschafft. Ich bin begeistert. Ab in den Turm. Was ist hier? Das schaue ich mir nur an. Ich weiß gar nicht, wie lange. Final. Hallo, Vater. Fufu, you did well to make it this far. But you don't have wings. Eerie, too bad. So sad. Ja, wir haben keine Flügel. This is goodbye. Wir haben keine Flügel. Und wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwo runtergestürzt. Was? Benutzt das. Flügel. Hui. Auf einmal hilft er uns. Was sollen wir jetzt machen? Gegen sie kämpfen? Alter, was zur Hölle passiert denn jetzt? Peng, 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 peng. Oh Gott. Nein. Nicht das, was ich denke. Die geht doch gleich übelst ab mit ihren Geschossen. Treffe ich die? Ja. Ja, genau das. Es ist Japano. Ein Japano-Shooter. Ich werde so verrecken. Ich werde so verrecken. Ich werde so verrecken. Kann ich noch was anderes? Oh Gott. Ich werde so verrecken an ihr. Okay, ich muss da irgendwie... Was? Wie soll ich da durchkommen? Wie? Wie? Nein. Ich werde so verrecken. Hallo. Na? Was geht, Kurze? Ah. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich hab's geschafft. Ja, ist okay. Lass mich dich einfach töten, ja? Wenn ich... Oh Gott. Wenn ich jetzt irgendwie ruhig werde, tut mir leid. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Minimal. Okay, wieder der Scheiß. Okay, in der Mitte bleiben bringt nichts. Wie soll ich den denn ausweichen? Muss ich außen bleiben irgendwie? Natürlich hast du zwischendrin im Kampf keine Checkpoints, ne? Nein, hast du nicht. Ich sehe mein Aufnahmeprogramm nicht, weil das doofe Spiel die Zeit so verschiebt. Ich sehe das jetzt gerade nicht, das ist ätzend. Ich weiß nicht, wie lange ich in diesem Turm gebraucht habe. Aber ich denke mal, ich werde jetzt noch zwei, dreimal versuchen. Ansonsten schneide ich das zusammen, wenn das zu kurz war. Ist ja auch egal dann. Ja, ich habe schon wieder vergessen, wie das ging. Ja, wir erreichen die 300 Tode noch in diesem Spiel. So, dann komm, dann verreck doch mal an mir. Ne? Verreck. Kann ich nicht auch einfach so machen? Oh, die verfolgen mich aber böse. Aber man kann hier trotzdem besser ausweichen, wenn man außenrum fliegt. Okay. Du bist kein Problem, wenn du das machst. Die Musik ist episch. Warum sind die verschiedenfarbig? Was machen die anderen? So, jetzt rastest du doch so aus, ne? Genau. Musik ist echt schön. Für so ein Indie-Spiel, Respekt. Ja, so machen. Genau. Okay, jetzt rastet sie so aus. Okay, okay, ich halte gerade einfach nur die Feuertaste gedrückt und sie rastet jetzt so aus. What the fuck? What the fuck? Okay, jetzt rastet sie nochmal aus. Hör mal auf auszurasten, Mann. Ist okay. Oh, Alter. Raste halt aus. Oh, die verfolgen mich. Die verfolgen mich. Schnell, 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 schnell. Nein! Ich hatte, nein! Nein! Ich hatte sie fast. Vater, ich töte dich. Ich krieg dich jetzt. Kein Ding. Ich schaff das. Schon der Anfang war jetzt viel geiler als vorhin. So, und da wollen wir jetzt außen rumfliegen.
damit die Kugeln sich besser verteilen. Genau so, das ist der Trick. So. Greifst du an. Bringt dir aber nichts. Du schießt jetzt viel früher als vorhin. Du Schwein. Das war knapp. So. Okay. Lass da aus. Danke. Wenigstens hältst du dein Muster dabei und machst das nicht immer anders. Das ist schon mal ein Vorteil bei dir. So, jetzt rastest du mit dem Blauen aus, ne? Genau. Und da wollen wir außen rumfliegen, wenn wir es schaffen. Ja! Okay. Immer schön auf deiner Höhe bleiben, damit ich doch zwischendurch nochmal treffen kann. Jetzt rastest du so aus. Bleib nicht so nah, wenn du das machst. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht nett, wenn du das machst und so nah an mir dran bist. Ja. Kommen wir schnell so durch. Jetzt schaffen wir dich aber, oder? Na komm. Jetzt schaffe ich dich. Ja! 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 Da war meine Melone. Meine Melone! Haben wir es jetzt geschafft? Haben wir das Spiel geschafft? Ja! 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 Aber ich glaube, man kann ja auch in... Oh, ich habe es weggedrückt. Tut mir leid für die Credits. Ja, wir haben es geschafft. Ich habe aus Versehen die Credits weggedrückt. Das tut mir auch leid. Da werden wahrscheinlich noch die Gegner... The End! 294 Tode gestorben. Und sie isst ihre Melone. Und wir sehen den Anfang. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich, wenn man alle Diamanten einsammelt. Was nicht geht. Kann man sich hier irgendwie die Credits nochmal nachträglich angucken? Nee, leider nicht. Tut mir leid. Oh, ich werde das jetzt noch nicht nochmal machen. Oder kann man sich die Credits irgendwie so nochmal angucken? Eris Haus, ja, das kann man sich ja nochmal antun. Ah! Jetzt habt ihr das nochmal gesehen. Man erlebt auch immer was Neues im Haus. Ja, danke. Alter. Dieses Haus. Ja. Ich hasse das Haus. Ich will hier nur mal raus. Ich möchte nur gucken. Komm. Dankeschön. So. Ich möchte nur mal gucken, ob ich da jetzt bis hinten zur Map laufen kann. Kann man sich da Credits nochmal angucken? Nee. Okay. Tut mir leid. Credits habe ich weggedrückt. Aber ich habe es geschafft. Ich habe Aries Action geschafft. Mit unter 300 Toten. Ist zwar nicht die Challenge, die wir... die der Hersteller da hatte. Der Publisher hier, ne? Entwickler. Aber wir haben Aries Action geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Projekt. Das war kurz. Ich bin relativ gut durchgekommen, finde ich. Außer hier. Aber, wenn ihr wollt, kauft euch das Spiel. Tut es euch selbst mal an, wenn ihr auf sowas steht. Ihr kennt ja jetzt schon einige Fallen, wenn ihr aufgepasst habt. Für 5 Euro war das schon ganz nett. Es hat mir gefallen. Es hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.